Ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem Video. Wenn du wissen willst, wie der Widder tickt in der Liebe und der Partnerschaft, dann bleib jetzt dran. Dies ist nur ein Video in meiner neuen Serie und hier nehme ich ein Sternzeichen nach dem anderen unter die Lupe, um zu schauen, wie sie in der Liebe ticken und in der Partnerschaft. Ja, gerne kannst du mir auch einen Kommentar schreiben, was du für Erfahrungen mit den verschiedenen Sternzeichen gemacht hast. Und dann wünsche ich dir viel Spaß. Aber stopp, bevor ich jetzt loslege, gibt's noch was Wichtiges zu beachten. Es handelt sich hier um allgemeine Beschreibungen von den Sternzeichen. Und das heißt, dass es nicht auf jeden einzelnen Menschen im gleichen Maß zutreffen muss. Jeder Mensch ist ein individuelles Wesen mit einzigartigen Eigenschaften. Und wir sind ja auch nicht nur unser Sternzeichen. Wir haben auch den Aszendenten, den Deszendenten, den Mond, der wichtig ist. Es gibt da eine ganze Menge Planeten und Häuser und Aspekte im Horoskop, die uns ausmachen. Und dazu kommt auch noch unsere Lebenserfahrung. Also, wenn du mit 16 vielleicht eine bestimmte Vorstellung von einer Beziehung hattest, dann hast du mit 30 möglicherweise eine ganz andere und mit 50 eine wieder andere. Also, bitte bedenke das und schau dir die Menschen genauer an, auch wenn sie einem bestimmten Sternzeichen zugehörig sind. Zurück zum Widder. Ist der Widder dein Traumprinz? Oder deine Traumprinzessin? Seid ihr mit euren Wünschen und Vorstellungen so kompatibel, dass es perfekt zusammenpasst? Kannst du ihre oder seine positiven Eigenschaften genießen und über seine Schwächen hinwegsehen? Kurz gesagt, kannst du ihn akzeptieren und lieben, so wie er ist? Nehmen wir den Widder mal ganz genau unter die Lupe. Wie tickt der Widder in der Liebe und Partnerschaft? Was will er? Und was ist er zu geben bereit? Der Widder ist das erste und somit auch das jüngste Sternzeichen im astrologischen Tierkreis. Denn das astrologische Jahr beginnt ja mit der Frühlingstag- und Nachtgleiche im März, also im Frühling. Und so wie auch die Natur im Frühling zu neuem Leben erwacht, ist der Widder ein sehr lebensfrohes, lebendiges und quirliges Wesen. Er ist zudem auch ein Feuerzeichen, was ihm viel Power, Enthusiasmus verleiht. Und er ist ein Energiewunder, was ständig nach Abwechslung und neuen Herausforderungen sucht. Und wenn ich an den Widder denke, dann denke ich spontan an Kinderüberraschungseislogan: Spiel, Spaß und Spannung. Und du kannst dir zumindest sicher sein, eine Beziehung mit einem Widder ist immer voller Überraschungen und wird niemals langweilig. Durch seine spontane Art sorgt er für viele turbulente Situationen, die du vermutlich so nicht erwartest. Der Widder hat immer viele gute Ideen und auch die notwendige Energie und die Ausdauer, um sie umzusetzen. Durch seinen ständigen Drang, seine Lebendigkeit zu spüren, ist er permanent auf der Suche nach Abwechslung, Abenteuern und neuen Herausforderungen. Er ist wirklich sehr spontan und wenn sich eine Gelegenheit ergibt, liegt es in seiner Natur zuzugreifen. Manchmal geschieht das ohne groß nachzudenken, das heißt, ohne sich der daraus entstehenden Konsequenzen wirklich bewusst zu sein.
Er wirkt dann so ein bisschen kindlich, unbekümmert, spontan. Er ist überaus willensstark und wenn er sich etwas in den Kopf gesetzt hat, zieht er es auch durch, notfalls ohne Rücksicht auf Verluste. Nimm ihn also ernst, wenn er dir was sagt. Der Widder ist sehr begeisterungsfähig und er verfügt über die Fähigkeit, dich dabei mitzureißen. Dich sozusagen so zu motivieren, Neues auszuprobieren und dein oder auch euer gemeinsames Potenzial zu entdecken. Er ist ehrlich, aufrichtig und direkt. Er spricht also frei und spontan aus, was er gerade so denkt. Und das kann natürlich auch dazu führen, dass du je nachdem, was er gerade so von sich gibt, dies als taktlos oder sogar als verletzend empfindest, was der Widder jedoch so gar nicht beabsichtigt. Es entspricht einfach seiner Art. Ein Widder zu lieben ist ein Abenteuer, dem nicht jeder gewachsen ist. Widder sind geborene Jäger. Die selbstbewusste Widderfrau sucht einen selbstbewussten Helden, der sie herausfordert. Aber Vorsicht, sie lässt sich garantiert nicht bevormunden, denn sie ist eher eine Amazone als ein scheues Reh. Der Widdermann will erobern. Und so ein wenig Widerstand stachelt seine Bemühungen zunächst noch an. Lässt man ihn aber zu lang zappeln, verliert er die Geduld. Er hat die Einstellung, wer mich nicht will, ist meiner einfach nicht wert. Der Widder fühlt sich schnell unterdrückt und auch eingeengt. Dann setzt er sich vehement zur Wehr. Dabei schießt er manchmal über das Ziel hinaus und bringt auch viel Porzellan zu Bruch. Und diese überschießenden Reaktionen tun ihm auch hinterher fürchterlich leid. Wenn er sich aber verstanden und angenommen fühlt, also ganz mit seiner Eigenart so wie er ist, dann ist er wieder loyal und beständig und geht für den Partner, wenn es sein muss, auch jederzeit durchs Feuer. Sexualität ist dem Widder ganz besonders wichtig, weil hier kann er sich so richtig lebendig fühlen. Ja, mit ihm kann es so richtig wild werden, denn er liebt so richtig mit Haut und Haaren. Und er bietet seinem Partner oder seiner Partnerin sowohl ungeahnte erotische Erlebnisse als auch zärtliche und romantische Liebesbeweise. Er neigt jedoch auch zu Eifersuchtsdramen, wobei er von seinem Gegenüber absolut keine Eifersuchtsdramen akzeptiert. Das ist sein absolutes No-Go, genauso wie ständige Kontrolle, genauso wie auch Manipulationsversuche oder Intrigenspielchen. Das kann der Widder so gar nicht ab. Sei also ehrlich und eindeutig im Umgang mit deinem Widder. Aber was braucht der Widder? Wer mit ihm eine feste Beziehung eingeht, darf alles sein, nur nicht langweilig. Er wünscht sich einen Partner, der sich von ihm begeistern, inspirieren und mitziehen lässt, der mit seiner spontanen Art einfach gut umgehen und darauf eingehen kann. Er braucht jemanden, mit dem er sozusagen Bäume ausreißen kann. Jemanden, der Abwechslung liebt und abenteuerlustig ist. Und auch beim Sex will er Neues entdecken. Er will, dass es so richtig prickelt. Er will Abwechslung erleben. Und so brauchst du ihm wirklich nicht mit Blümchensex zu kommen.
Und er braucht natürlich einen Partner, der ihn liebt und ihn so akzeptiert, wie er wirklich ist, mit all seinen Schwächen. Der Widder kann nämlich auch recht unruhig und vor allem ungeduldig sein. Er kann rücksichtslos, egoistisch, unberechenbar und auch streitlustig, aufbrausend bis aggressiv sein. Deshalb braucht er einen Partner, der direkt, ehrlich und klar mit ihm kommuniziert. Und du solltest dabei auch bestimmt, eindeutig und selbstbewusst deine eigenen Belange und Wünsche äußern können. Erwart also nicht von einem Widder, dass er zwischen den Zeilen liest oder gar erspürt, was du dir wünschst. Für den klassischen Widder ist es auch Horror pur, tagtäglich nur Alltagstrott zu erleben. Er benötigt Lebendigkeit und Abwechslung so dringend wie die Luft zum Atmen. Ohne permanente Veränderung verkümmert er regelrecht und es dauert gewöhnlich auch lange, bis er aus diesem Loch wieder herauskommt. Der Widder ist ein Feuerzeichen mit Hörnern. Wer hier nicht gegenhalten kann, wird vom Widder kurzerhand überrannt. Er braucht sehr viel Verständnis für seine Eigenart und vor allem ein würdiges Gegenüber, welches sich am Feuer vom Widder nicht verbrennt. Wichtig: In jungen Jahren ist der Widder sehr wild und ungestüm. Mit zunehmendem Alter wird er jedoch ruhiger. Je nachdem, wie alt dein Widder ist, kommen diese typischen Eigenschaften stärker oder schwächer zur Geltung. Was denkst du? Ist er dein Traumprinz? Oder sie deine Traumprinzessin? Könnte das mit euch klappen? Schreib mir doch mal in die Kommentare, wie du das siehst, ob es da ein Potenzial für dich gibt. Ja, ich würde mich auch sehr freuen, wenn du mir ein Like da lässt. Ich wünsche dir jedenfalls alles Gute und ich danke dir, dass du dieses Video angesehen hast. Bis bald!